Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich ein wunderschönes Muster für euch, welches ideal für Sommerkreationen ist und gar nicht so kompliziert, wie es ausschaut. Es besteht aus einer Maschenzahl teilbar durch 10 plus 5 plus 2 Randmaschen und 10 Reihen, die wir zweimal stricken werden, weil wir das Muster versetzt stricken. Eigentlich besteht das Muster aus zwei Musterreihen, die wir stets wiederholen mit einer kleinen Änderung in der fünften Reihe. Dort binden wir alle Maschen. Und in der elften Reihe, dort versetzen wir das Muster. Ich habe 27 Maschen auf meiner Nadel. 27, weil wir gesagt haben, teilbar durch 10. Ich habe es mal 2 genommen, das sind 20. Plus 5 Maschen, die ich einmalig aufnehme, damit das Muster aufgeht. 25 und 2 Randmaschen, 27. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und jetzt geht's los mit Reihe 1. Randmasche stricke ich rechts und eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts und die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen und die Maschen fallen lassen. Ein Umschlag. Eine Masche links, fünf Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Nochmal, eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, ungestrickt auf die rechte Nadel bringen, eine Masche rechts. Die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen und die Maschen fallen lassen. Ein Umschlag, eine Masche links. Und nun fünf Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts stricken. Die zwei abgehobenen Maschen über die erste Masche bringen und die Maschen fallen lassen. Ein Umschlag, eine Masche links und die Reihe endet mit einer Randmasche, die ich rechts stricke. In der zweiten Reihe werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen. Randmasche stricke ich rechts, dann habe ich hier eine Masche rechts. Die Umschläge werden links gestrickt. Alle Umschläge links stricken. Die linken Maschen links stricken und die rechten Maschen rechts stricken. So wie die Maschen erscheinen, so werden sie gestrickt. Hier ist eine Masche rechts, Umschlag links und die linken Maschen links stricken. Eine Masche rechts und wieder linke Maschen. Und die Randmasche stricke ich wieder rechts. In der dritten Reihe stricken wir genauso, wie wir in der ersten gestrickt haben. Randmasche rechts und jetzt wieder. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, die nächste Masche rechts stricken. Die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen und die Maschen fallen lassen. Ein Umschlag, eine Masche links. Fünf Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal. Eine Masche links. Ein Umschlag. Zwei Maschen abheben. Eine Masche rechts. Die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen und die Maschen fallen lassen. Umschlag, eine Masche links. 5 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben, eine Masche rechts und die 2 abgehobenen Maschen über die erste Masche bringen. Ein Umschlag, eine Masche links,
und die Randmasche rechts. In der vierten Reihe wieder alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Randmasche rechts, eine Masche rechts, die Umschläge werden links gestrickt. Alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. So, fünfte Reihe. Hier binden wir jetzt die Maschen. Wir starten wieder mit der Randmasche. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, die nächste Masche rechts, die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen. Ein Umschlag, eine Masche links. So, und hier haben wir jetzt die rechts gestrickten Maschen, die fünf Maschen rechts. Ich steche zwischen der fünften und sechsten Masche, hole mir den Faden nach vorne. Jetzt habe ich eine langgezogene Masche, die ich auf die linke Nadel bringe. Ich stricke die langgezogene Masche und die erste Masche zusammen rechts verschränkt. Ich steche von hinten in beide Maschen ein und stricke beide Maschen rechts. Nun habe ich eine rechte Masche und es geht normal weiter. Die zweite rechte Masche, die dritte rechte Masche, die vierte rechte Masche und die fünfte rechte Masche. Und das Ganze jetzt nochmal. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, die nächste Masche rechts, die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen. Ein Umschlag, eine Masche links. Wieder zwischen der fünften und sechsten Masche einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen und auf die linke Nadel bringen. Diese langgezogene Masche und die erste Masche rechts verschränkt zusammenstricken. Von hinten einstechen und beide Maschen rechts stricken. So, jetzt haben wir eine Masche rechts, die zweite Masche rechts, die dritte, die vierte und die fünfte. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts, die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen. Ein Umschlag, eine Masche links und die Randmasche. Die stricke ich wieder rechts. In der sechsten Reihe wieder alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Und die Randmasche wieder rechts. In der siebten Reihe stricke ich jetzt wieder ganz normal das Muster. Randmasche rechts und wieder eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts und die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen. Umschlag, eine Masche links. Und jetzt wieder 5 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5. Eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben. Eine Masche rechts und die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen. Umschlag, eine Masche links. Jetzt wieder 5 Maschen rechts stricken. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts
und die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen. Ein Umschlag, eine Masche links und die Randmasche. In der achten Reihe alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Wir wiederholen immer wieder diese zwei Reihen bis auf die fünfte Reihe. Da stechen wir zwischen der fünften und sechsten Masche ein und holen uns den Faden nach vorne und ziehen den lang. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und dann die Versetzung in der elften Reihe. So, hier jetzt in der achten Reihe alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. In der neunten Reihe stricken wir wieder das Muster ganz normal. Randmasche rechts, eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts. Die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen. Umschlag, eine Masche links. Fünf Maschen rechts, zwei, drei, vier, fünf und nochmal eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts stricken, die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen. Ein Umschlag, eine Masche links, fünf Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, eine Masche rechts, die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen, ein Umschlag, eine Masche links und die Randmasche rechts. So, und auch in der zehnten Reihe alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. So, wir haben die ersten 10 Reihen gestrickt, das heißt einmal unser Mustersatz. Wir wiederholen jetzt diese 10 Reihen mit einer kleinen Änderung hier in der 11. Reihe und stricken das Muster versetzt. Das heißt, wir sind mit dem Lochmuster angefangen, dann mit den Rechtmaschen. Diesmal fangen wir mit den Rechtmaschen an und dann kommt erst das Lochmuster. So, das ist jetzt die 11. Reihe, Randmasche rechts und nun 4 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4 und hier haben wir jetzt eine Masche links und eine Masche rechts. Wir bringen die rechte Masche nach vorne. Ich hebe die ersten zwei Maschen ab, steche mit der linken Nadel in die erste Masche ein, ziehe die rechte Nadel raus und bringe die zweite Masche nach vorne. Das ist jetzt eine rechte Masche und diese Masche stricke ich rechts und somit habe ich meine fünfte rechte Masche. Und jetzt das Muster. Eine Masche links, ein Umschlag, zwei Maschen abheben, die nächste Masche rechts stricken und die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen. Ein Umschlag, eine Masche links. Und nun wieder die fünf rechten Maschen. 1, 2, 3, 4 und hier habe ich jetzt wieder eine linke Masche und eine rechte. Ich hebe die ersten beiden Maschen ab, steche mit der linken Nadel in die erste Masche und ziehe die rechte Nadel raus. Die zweite Masche kommt nach vorne und ich stricke diese Masche jetzt rechts und habe nun meine fünfte rechte Masche. Und nun das Muster wieder. Eine Masche links, ein Umschlag,
zwei Maschen abheben, eine Masche rechts. Die zwei abgehobenen Maschen über die erste bringen. Umschlag, eine Masche links. Und nochmal fünf Maschen rechts, eine, zwei, drei, vier und fünf. Und die Randmasche stricke ich rechts. So, die zwölfte Reihe. Hier auch wieder alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Die linken Maschen und die Umschläge werden links gestrickt und die rechten Maschen rechts. In der 13. Reihe stricken wir ganz normal wieder die Musterreihe. Randmasche rechts. Und jetzt haben wir 5 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und nun das Muster. Eine Masche links, ein Umschlag. 2 Maschen abheben, eine Masche rechts. Die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen. Umschlag, eine Masche links. Und wieder 5 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5. Eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben, eine Masche rechts, die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen. Ein Umschlag und eine Masche links. Und die Reihe endet mit 5 rechten Maschen und der Randmasche. In der 14. Reihe alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. In der 15. Reihe binden wir wieder die rechten Maschen. Die Randmasche stricke ich rechts. So, und hier haben wir jetzt die 5 rechten Maschen. Zwischen der 5. und 6. einstechen, den Faden holen, nach vorne bringen und langziehen. Diese langgezogene Masche auf die linke Nadel. Die langgezogene Masche und die erste Masche zusammen rechts verschränkt stricken. So, jetzt habe ich eine rechte Masche und weiter geht's mit rechten Maschen. Die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. Und jetzt wieder das Muster. Eine Masche links, ein Umschlag. 2 Maschen abheben, eine Masche rechts. Die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen. Ein Umschlag, eine Masche links. Hier sind die 5 rechten Maschen. Zwischen der 5. und 6. einstechen, Faden nach vorne bringen und langziehen. Diese neu langgezogene Masche auf die linke Nadel bringen und die langgezogene Masche und die erste rechte Masche zusammen rechts verschränkt stricken. Jetzt haben wir eine rechte Masche und weiter geht's. Die zweite rechte Masche, die dritte, die vierte und die fünfte. Und wieder das Muster. Eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben. Eine Masche rechts und die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen. Ein Umschlag, eine Masche links.
Hier sind die 5 rechten Maschen. Zwischen der 5. und der Randmasche einstechen, Faden holen, lang ziehen und die neue Masche auf die linke Nadel bringen. Die lang gezogene Masche und die erste rechte Masche zusammen rechts verschränkt stricken und die Reihe mit rechten Maschen beenden. In der 16. Reihe alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. So, 17. Reihe. Hier stricken wir wieder die Musterreihe ganz normal. Die Randmasche stricke ich wieder rechts. So, und hier haben wir 5 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt das Muster. Eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben. Eine Masche rechts und die 2 abgehobenen Maschen über die erste Masche bringen und fallen lassen. Umschlag, eine Masche links. 5 Maschen rechts, 2, 3, 4, 5. Und eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben. Eine Masche rechts. Die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen. Umschlag, eine Masche links. Und 5 Maschen rechts und die Randmasche stricke ich auch rechts. In der 18. Reihe werden wieder alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen. In der 19. Reihe wieder ganz normal die Musterreihe stricken. Randmasche rechts und nun 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben. Eine Masche rechts und die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen. Ein Umschlag, eine Masche links. Und wieder 5 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen abheben, eine Masche rechts und die 2 abgehobenen Maschen über die erste bringen und fallen lassen, Umschlag, eine Masche links, 5 Maschen rechts und die Randmasche stricke ich auch rechts. So, 20. Reihe, alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. So, und jetzt haben wir das Muster zweimal versetzt gestrickt.
im Grunde genommen immer zwei Reihen, die wir stets wiederholen, bis auf eine kleine Änderung in der 5. Reihe und in der 11. Reihe. Und so sieht es aus, wenn es größer wird. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Muster. Es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren, weil man damit schöne Pullis und Jacken und alles Mögliche stricken kann. Ich habe hier für mein Musterstück ein dünneres Acrylgarn verwendet, welches zweiläufig ist, also zwei Fäden hat. Und es gibt einen richtig schönen Effekt. Ihr könnt es aber auch mit ganz normalen Garn stricken. Probiert es aus, es lohnt sich auf jeden Fall, weil das Ergebnis einfach wirklich sehr, sehr gut ausschaut. Ich wünsche wieder ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche